Wann ist die Erzgebirgische Aussichtsbahn wieder unterwegs? Erstmal haben sich die Organisatoren des touristischen Angebots darauf verständigt, vorerst keine 2021er Termine für Fahrten entlang der Strecke zwischen Annaberg-Buchholz und Schwarzenberg zu veröffentlichen. Kurzfristige Aktionen und Fahrtangebote sind denkbar, wenn es die jeweilig vorherrschenden Bedingungen möglich machen. Informationen dazu finden Interessenten auf der Internetseite der EAB www.erzgebirgische-aussichtsbahn.de. Der Fahrkartenverkauf 2021 startet dann ebenfalls erst mit der Bekanntgabe der Fahrttermine. Aufgrund der Absage von Fahrtwochenenden 2020 sind noch immer zahlreiche nicht genutzte Gutscheine im Umlauf. Die Organisatoren der EAB versichern allen Inhabern, dass die Einlösung der Gutscheine aus den Jahren 2017, 18 und 19 noch mindestens bis Ende 2022 möglich sein wird.